Es ist mal wieder Zeit, mit einem neuen Land zu überleben. Und heute möchte ich mit Ukraine überleben. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was wir so machen werden. Denn wir haben ja auch einige Nachbarn. Und ich würde sagen, wir greifen direkt mal Weißrussland an. Die gehe ich, wenn ich die treffen würde, kann ich natürlich erstmal nicht machen. Und wir nehmen die auch ein. Sehr schön. Moldawien haben wir, können wir auch angreifen direkt. Und wir haben die eingenommen. Negative Armee, da müssen wir gar nochmal warten. Und nochmal ein bisschen mehr Geld wäre natürlich auch wichtig. Wir haben eine negative Armee in Litauen. Läuft ja schon mal richtig gut. Und auch noch in Polen. Also wenn wir die auch noch einnehmen, dann wie viele Leute haben wir denn gerade geschlagen? Einfach 4 Leute. So einen guten Anfang hatte ich irgendwie noch nie und ich könnte auch noch Rumänien angreifen und wir haben Rumänien zum Satellitenstaat gemacht. Da müssen wir mal schauen. Die greifen nochmal, ich glaube, Serbien an, konnten da aber auch nicht mehr gewinnen. Und wenn wir Russland auch noch einnehmen, wenn wir die wirklich pushen können, ich hoffe, die bekommen keine positive Armee, wir haben eine negative, nein, nein. Ein weiterer Versuch und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob wir da ein bisschen mehr kriegen können, wir haben eine negative Armee. Das ist ja wie beim Monopoly und erstmal im Gefängnis sitzen bleiben. Und ich kann noch niemanden angreifen. Ich könnte vielleicht die Russen nochmal angreifen, wenn wir haben direkt eine, wir wollen halt direkt ein Puppet. Das ist halt so, nein, aua. Angriff auf Moldawien, können wir noch irgendwie überleben? Ich vermute mal eher weniger. Nein, die haben die Hälfte von unserem Territorium eingenommen. Ich könnte ja versuchen, Polen einzunehmen. Wir haben die auch noch eingenommen. Und wir haben nochmal eine negative Armee. Weißrussland können wir auch nochmal angreifen. Und wir haben die nochmal eingenommen. Aber ich denke, wir werden gleich annektiert werden. Würde ich einfach mal behaupten. Aber wir hatten gerade eine gute Armee. Nein! Was machen die? Die haben hier alles annektiert gerade. Ich muss es nochmal versuchen, Leute. Positive Armee, die haben eine negative. Oh mein Gott, wir haben echt überlebt. Wie? Das ist irgendwie das Krasseste, was ich bisher im Spiel mal gemacht habe. Nein, Island, wehe. Ich will nicht verlieren. Deutschen fallen, by the way, schon wieder. Oh, okay. Vorsichtig bleiben. Vorsichtig bleiben, Georgien angreifen und hoffentlich einnehmen. Ich fasse es, by the way, immer noch nicht, dass wir es gerade überlebt haben. Okay, wir haben auch bisher... Wir haben doch ein paar Leute mehr noch annektiert. Ich dachte nur Russland. Nein, Georgien. Wehe, Georgien. Rumänien können wir angreifen. Holt euch... Nein. Nicht schon wieder. Sowas von Bane. Aber versuchen wir es doch einfach nochmal. Und hier haben wir wieder eine negative Armee. Nochmal warten. Wir haben weiterhin keinen Nachbarn, den wir angreifen können. Weißrussland auf einmal. Und wir haben die zum Satellitenstaat gemacht. Die wollen gerade einen Satellitenstaat von Lettland irgendwie. Bin mir nicht ganz sicher da. Wir haben eine... Oh, ich hätte Polen angreifen können. Nein, ich weiß Russland. Okay. Wir haben Teampartner und greifen Litauen an. Die haben wir auch eingenommen. Wir müssen aber auch Russland schlagen. Das ist nämlich ziemlich wichtig und wir haben die auch geschlagen. Einfach ein Blitzkrieg hier gerade. Und sind wir damit in der Top 10? Wir sind gerade so in der Top 10. China hat aber auch richtig viel bekommen. Japan haben wir auch noch da. Turkmenistan, können die denn noch überleben? Wir haben Aserbaidschan als Puppet auch noch. Und Polen hat endlich eine negative Armee. Holen wir uns endlich Polen. Wir haben Polen. Und natürlich die Deutschen. Die Deutschen können auch nie, die können echt nie überleben. Aber Tschechien pusht auf einmal. Wir müssen halt gegen diese ganzen kleineren Staaten in Europa vorgehen. Nein, wehe, Rumänien. Oh nein, wir haben echt nur die eine Hauptstadt. Wir haben die eingenommen, gut. Da hätte es gar ganz schnell vorbei sein können. Und wir haben nochmal Territorium verloren. Mal schauen, Finnland und Estland greifen nochmal an. Moldawien, by the way, auch irgendwann noch gefallen. Negative Armee haben wir nochmal. Und ich denke, Tschechien hat gerade angegriffen und hatte eine negative Armee und die haben verloren dadurch. Kosovo eingenommen, Italien auch nochmal. Da kommen wir bisher noch nicht hin. Ich hoffe, euch hat das Video bisher gefallen. Wenn es euch gefallen hat, solltet ihr auf jeden Fall mal abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos mehr. Und ich werde versuchen, mit weiteren Ländern zu überleben. Und natürlich will ich auch gerne mal Like lassen. Damit sehe ich, dass euch die Videos wirklich gefallen und dass ihr mehr in die Richtung haben wollt. Und vielleicht haben wir jetzt auch schon die neue Juni-Community-Wahl. Wenn ja, findet ihr in der Beschreibung einfach mal schauen. Da könnt ihr für eure Lieblingsparteien abstimmen. Und das ist wie immer eine neue Wahl, also auf jeden Fall neu teilnehmen, nicht vergessen. Und ich hoffe, hier kommen wir mal weiter gegen Finnland, die... Nein. Alter, wie schnell ging das bitte einfach gerade? Wir hatten gerade so viel eingenommen und auf einem Schlag einfach Finnland direkt alle Sachen eingeholt. Wie? Warum? Nochmal Neustart einfach. Wir können weiterhin niemanden angreifen, wobei doch noch in... Belarus, die können wir angreifen, attackieren und wir haben die zum Satellitenstaat wieder mal gemacht. Lettland haben wir auf jeden Fall nicht mehr und Polen greift uns auch noch an. Wir haben beide eine negative Armee, aber wir haben ein Puppet auf einmal auch in der Slowakei und können Moldawien auch nochmal direkt angreifen. Hoffe ich zumindest, wir Moldawien. Okay, wir konnten die auf jeden Fall einnehmen. Litauen, kein Satellitenstaat mehr.
Wobei, die waren, glaube ich, auch nie einer. Wir haben aber Belarus und die Slowaken annektiert nochmal. Polen können wir bitte hoffentlich einnehmen. Leute, nehmt die doch einfach mal ein. Leute, wehe. Dankeschön. Österreich. Österreich und Kroatien, die greifen wir beide mal an und können beide puppeten. Okay, Rumänien. Negative Armee, bitte. Bitte nehmt die schnell ein, bitte. Leute, bitte, nein. Wir haben eine positive Armee, wieder eine negative. Nochmal eine wir haben beide eine negative. Wehe, die pushen noch. Wehe, wir haben eine positive und wir greifen. Russland greift uns an. Wir haben... Oh, nein. Ja, mit Russland nebenbei ist es wirklich schwierig zu überleben. Wir müssen jetzt eigentlich schlagen. Weiterer Versuch. Wir können wieder niemanden richtig angreifen. Wobei, Moldawien haben wir geholt. Und was Russland greifen wir auch mit Polen gemeinsam an. Dann greifen wir mit unserer positiven Armee Polen an, die jetzt selber eine positive Armee haben. Ich verstehe es nicht. Auf dem deutschen Kanal habe ich irgendwie nie Glück mit diesen Spielen. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich auf dem englischen Kanal schon die halbe Welt erobert habe. Aber hier schaffe ich es einfach nicht mal, Europa einzunehmen. Ihr glaubt mir das wahrscheinlich alle gar nicht. Da wundert mich aber auch nicht, dass der englische Kanal mittlerweile der deutlich größere ist. Und wir haben Polen eingenommen. Das hier könnte vielleicht die letzte Runde werden, aber ich will eigentlich endlich mal gewinnen. Ich will diese verdammte Karte für Ukraine einnehmen. Das ist doch nicht wahr. Echt. Und dann fällt auch noch Russland. Gegen wen fallen die? Gegen wen? Gegen Lettland. Ist Lettland da euch in der Top 10? Natürlich sind die sind in der Top 10. Ich kann's nicht. Ich versteh's nicht. Nochmal versuchen. Hoffentlich können wir nochmal wen einnehmen. Oh nein. Och. Greif ich auch einfach mal an und nehmt die ein. Nein, können wir anscheinend natürlich nicht. Wir greifen Polen an, die wir hoffentlich einnehmen können. Wir können die auch einnehmen. Aber ich habe mittlerweile negative Gefühle bei allem. Weiß Russland konnten wir einnehmen mit dem Milchglück. Wir haben aber echt so oft eine negative Armee gerade. Wir haben Moldawien eingenommen, die gerade noch angreifen wollten. Rumänien haben wir gepuppetet. Negative Armee. Russland braucht mal eine negative. Ich will die einfach mal angreifen. Wieder eine negative. Wir nehmen aber Rumänien auch langsam ein. Oh nein, Russland hatte gerade kurz eine negative. Ich versuche die trotzdem mal anzugreifen. Ja, jetzt haben wir beide eine negative. Jetzt haben die eine positive. Ich, Mann! Nein, es ist so unfair. Nochmal versuchen einfach. Die haben eine negative Armee. Ich mache einfach mal Fight to Death. Wenn die uns einnehmen, dann nehmen die uns... Natürlich. Warum habe ich eigentlich noch Hoffnung? Ein weiterer Versuch anzugreifen. Und wir gehen ein bisschen weiter. Wir haben sogar gewonnen. Wir greifen Belarus und Polen an. War das eine schlaue Sache? Nein, wir haben kein Geld mehr. Nein, nein. Nein. Warum läuft auf diesem deutschen Kanal immer alles schief? Ich habe es ja mittlerweile schon mit gefühlt allen Leuten versucht. Negative Armee in Moldawien. Ich treffe die nicht mal. Ich bin zu dumm, die zu treffen. Das hilft natürlich auch wenig. Weißrussland und dann... Ich hoffe, das ist normal Russland oder Belarus ja eher. Die wollen ja deren eigentliche Sprache verdrängen. Oh, bitte. Bitte, es kann nicht wahr sein. Leute, seht ihr das? Wir sind so kurz vor Moskau. Lettland und Litauen auch nochmal schnell einnehmen, dass die uns hier keine Probleme machen. Die sind sogar in einem Team und wir... Nein, wer? Ich schwöre. Es ist doch nicht euer Ernst. Mann, warum? Warum? Ich schwöre, auf dem englischen Kanal hätten die noch einen Frieden geschossen. Es ist halt so dumm. Ich habe so unglaublich viel Pech. Es kann nicht wahr sein. Weil normalerweise funktioniert meine Spielweise so eigentlich immer. Ey, ich greife nochmal Polen und Russland an. Beide negative Armee. Ich denke mal, wir sollten genügend Geld haben. Haben die auch eingenommen. Moldawien nehmen wir ein. Nebenbei fährt schon ein Krankenwagen. Ich hoffe, das hört man nicht auf der Aufnahme. Wir nehmen die nebenbei beide ein. Und das ist schon mal ein guter Start. Wir brauchen jetzt eine negative Armee in Russland. Nicht bei uns in Russland brauchen wir eine. Wir brauchen eine negative Armee bei denen und eine positive bei uns. Rumänien nehmen wir... Nein, es ist warm, versuche ich es eigentlich noch. Warum? Warum ist das so dumm? Ist ja nicht nur, dass es mal in einem Video passiert. Das passiert ja öfter. Aber immer auf dem deutschen Kanal habe ich immer, verliere ich immer alles. Und auf dem englischen Kanal gewinne ich immer. Ach, es ist doch... Ich greife einfach alle Kollegen hier an. Wir haben doch eh schon wieder nicht genug Geld. Nein, ach, Weißrussland greift auch noch an. Die haben aber ihre Armee verloren. Weil wir haben wir auch Ungarn eingenommen. Also das habe ich gerade nicht ganz mitbekommen. Ich warte eigentlich... Ich wollte ja hoffen auf Russland, aber jetzt haben wir auch wieder in den negative Armee. Wir können die Deutschen fallen natürlich auch wieder. Da hatte ich schon Angst, dass wir verlieren. Rumänien, die haben auch schon wieder eine neutrale Armee gehabt gerade. Nicht wir Serbien. Nicht ihr auch noch. Es kann doch nicht wahr sein. Wir hatten eigentlich uns bisher noch nicht geschlagen. Es ist doch, eine Runde mache ich noch, meine Freunde. Und wenn ich hier fehle, dann gebe ich einfach auf. Dann kann ich auch nicht mehr hoffen. Ja, wir haben negative Armeen. Oh, wir haben nicht mehr negative Armeen in Russland. Belarus haben wir eingenommen. Ich greife einfach trotzdem mal. War schon wieder ein Fehler, oder? Bitte nicht. Bitte kapituliert doch einfach. Okay, gut, schon mal.
Die Moldawier greifen uns jetzt an. Ich habe auf Stopp gedrückt, ich war gerade schon verwundert. Wir nehmen doch jetzt hier niemals. Natürlich kriegen die direkt eine Neutral. Wenn die jetzt noch eine positive Armee bekommen und wir eine. Wir bekommen keine. Haben wir mal Glück, Leute. Oh nein, wir haben. Oh nein, was habe ich getan? Wir haben eine negative Armee. Warum greife ich die denn alle an? Wir haben auf jeden Fall überlebt. Wir haben Rumänien eingenommen. Wir pushen direkt einfach gegen Finnland. Wir können nicht pushen. Natürlich können wir nicht pushen. Wäre auch zu einfach gewesen. Polen können wir dafür pushen. Dankeschön. Ich schwöre, Moldawien steht halt hier immer noch. Wenn die eine positive Armee bekommen, wir eine negative. Nehmt die bitte einfach ein. Okay, dankeschön. Wir haben aber weiterhin auch nur eine Hauptstadt. Also das kann uns immer noch zum Verhängnis werden. KI greift Norwegen an. Die haben wir gepuppetet. Gut. Positive Armee, negativ in Kasachstan. Dadurch können wir erstmal deutlich an Territorium gewinnen. Wenn die hoffentlich nicht zurückpushen. Leute, schließt einfach Frieden gerade. Oder nehmt nochmal ein bisschen mehr ein. Nehmt bitte nochmal ein bisschen mehr ein. Gut. Die haben einen Teampartner in Afghanistan. Das ist auf jeden Fall kein guter Teampartner. Na, Ungarn, könnten wir hier bitte auch nochmal pushen? Haben wir eingenommen? Oder soll ich vielleicht sogar Fight to the Death mit Kasachstan machen? Ich könnte mal ein Team machen. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Mache ich normalerweise auch eher weniger. Mit denen greife ich gemeinsam Kasachstan an. Den Mongolen. Okay. Wir haben eine negative Armee, die haben eine positive. Wir haben nochmal eine positive und pushen. Auch noch in Europa fallen auch nochmal einige Gegner. Tschechien wurde zum Puppet gemacht. Mongolei wird angegriffen von China. Also die stehen wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Okay, ich mache Fight to the Death gegen Kasachstan. Wir verlieren jetzt hier noch. Wir kommen auf jeden Fall mal ein bisschen weiter. Aber die, ja, Teampartner. Natürlich verlieren wir da auch unseren Teampartner. Weiter warten, die haben eine positive Armee. Griechenland könnten wir dafür nochmal pushen. Okay, aber auch nicht viel weiter. So, wir haben einige Puppets, aber keinen richtigen Teampartner. Wir haben aber echt so viel Geld. Ich muss Kasachstan angreifen. Wir müssen die schlagen, weil wir haben auch China da im Osten. Also wenn wir hier nicht gewinnen, dann oder verlieren, das ist egal. Wir pushen noch ein bisschen. By the way, wie überlebt eigentlich Bhutan hier noch? Okay, China greift auch noch Indien an. Und wir können... Leute, nehmt bitte schnell Kasachstan ein. Dankeschön. Das war gerade endlich mal ein wenig Lack. Wir haben so viele Puppets auch noch gerade. Haben wir 4 oder 5 Puppets hier. Die kaufen wir auch noch einfach alle auf. Tschechien erstmal. Serbien haben wir noch unabhängig. Wir brauchen noch mal eine zweite Hauptstadt vielleicht hier im Norden. Weil wenn Serbien hier pusht, dann könnte es eng werden, weil wir haben nicht viel mehr im Norden. Wir haben 3 Hauptstädte und die sind alle hier im Süden. Und ich schwöre, wenn Serbien uns hier holt, dann mache ich dann nur noch eine Hauptstadt. Ich habe es gar noch gesagt. Ich schwöre. Macht irgendwo eine zweite Hauptstadt, weil ich glaube, ich kann pushen. Okay. Das ist der Iran. Der ist nicht unser Teampartner. Wir sind... Wie? Nein. Es ist... Ja, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Mir, wie ihr sehen könnt, auf jeden Fall nicht, weil ich habe auf die dümmsten Arten, die man verlieren kann, einfach verloren. Hier findet ihr, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da für meine Mühen. Ich muss das hier natürlich auch noch schneiden, das dauert wieder einige Stunden. Danke auf jeden Fall für eure Unterstützung mit einem Like und einem Abo da. Ich habe hier noch mal ein anderes Video, da habe ich einfach versucht, die schlechteste Wahlkampagne ever zu fahren in einem Politik-Simulator namens Sorge was tu. Und weil euch das hier gefällt, sollte euch das da auf jeden Fall auch gefallen. Mehr kann ich heute aber nicht sagen. Joint gerne auf meinen Discord-Server in der Beschreibung und ich sage einfach nur noch, ciao.